Willkommen heute zur zweiten Folge des Credere Tagebuchs, in der die Gründung der Stiftung dokumentiert werden soll. Ich werde dazu entsprechend den Stiftungsvertrag vorlesen, sowie die Satzung, die beigefügt wird, und die Anhänge, und werde diese entsprechend hier im Video dann unterschreiben. Damit ist dann der nächste Schritt getan, um Credere zu verwirklichen, sowie die weiteren Ziele, die mit der Stiftung verfolgt werden sollen. Zunächst dazu der Treuhandvertrag, im Anschluss dann die Satzung und die dort beigefügten Anhänge. Und nun der Treuhandvertrag zur Errichtung einer nicht rechtsfähigen Vorausstiftung zu Lebzeiten. Über die Errichtung der Credere-Stiftung zwischen Martin Finger am Höchberg 49 in 97234 Reichenberg, nachstehend Stifter, und Martin Finger am Höchberg 49, 97234 Reichenberg, nachstehend Treuhänder. Der Stifter hat mit heutigem Datum die Credere-Stiftung gegründet. Der Stifter überträgt das Stiftungsvermögen in Höhe von 10.000 Euro auf das Konto des Treuhänders zur treuhänderischen Verwaltung für die Credere-Stiftung mit dem Auftrag, darauf hinzuwirken, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, frei, individuell, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu leben. In der Stiftungssatzung sind die Details zur Verwaltung und den Zielen der Credere-Stiftung festgehalten. Mit dem Treuhänder wird vereinbart, dass er eine pauschale Aufwandsentschädigung von 3.000 Credere monatlich erhält, soweit der Betrieb der Komplementärwährung Credere genügend Überschüsse erzielt. Die Auszahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt entsprechend der globalen Beteiligungsquote, anteilig in Credere und in Euro. Zusätzlich zur Aufwandsentschädigung werden auch Kosten für Versicherungen wie Kranken- und Pflegeversicherungen sowie Behandlungskosten durch die Stiftung getragen, wenn es die finanzielle Situation der Stiftung zulässt. Sollten mit der Tätigkeit als Treuhänder weitere Anwendungen verbunden sein, werden diese Kosten ebenfalls von der Stiftung übernommen, soweit es ihre finanzielle Situation zulässt. Ab dem 60. Lebensjahr hat der Treuhänder die Möglichkeit, ab dem Zeitpunkt der Aufgabe seiner Tätigkeit als Treuhänder eine Leibrente von monatlich 2.000 Credere netto zu erhalten, zuzüglich der Aufwendungen für Versicherungen wie Kranken- und Pflegeversicherungen sowie Behandlungskosten. Die Auszahlung der Leibrente erfolgt entsprechend der globalen Beteiligungsquote anteilig in Credere und in Euro. Die Zahlung steht unter dem Vorbehalt, dass die Stiftung genügend Überschüsse aus dem Betrieb der komplementären Währung Credere erzielt. So, zunächst einmal die Unterschrift des Stifters Reichenberg, den 01.01.2018, Stifter der Credere-Stiftung. Und dann natürlich, da ich selber die Aufgaben des Treuhänders übernehmen werde, auch dort dann Reichenberg, den 01.01.2018, und die Unterschrift des Treuhänders. So, der weitere Teil enthält dann jetzt die Satzung der Credere-Stiftung, wobei auf der Seite 2 zunächst einmal nur das Inhaltsverzeichnis vorhanden ist. Und dann Seite 3, Präambel. Die Credere-Stiftung soll Menschen unterstützen, ihr Leben frei, individuell, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu leben. Finanzielle Unabhängigkeit soll primär mittels einer komplementären Währung ermöglicht werden, zu welcher alle Menschen in gleicher Form Zugang erhalten. Um verantwortungsvolles Handeln zu stärken, ist die Stiftung von einer natürlichen Person als Treuhänder zu führen. Die Handlungen der Stiftung orientieren sich an der Ethik der Freiheit. Ausführungen zu dieser Ethik und wie der Freiheitsbegriff zu verstehen ist, ist im anderen C beschrieben. Beschränkungen der Handlungsoptionen, um zum Beispiel steuerliche Vorteile wie Gemeinnützigkeit zu erhalten, sind daher ausgeschlossen. Alle Tätigkeiten der Stiftung sind so zu wählen, dass die Freiheit von Menschen gefördert wird. Eine Zusammenarbeit mit Strukturen, welche die Freiheit von Menschen beschränken, ist auf ein Minimum zu reduzieren und so zu gestalten, dass der Zustand der Unfreiheit aufgelöst wird. Die Finanzierung der Stiftung soll primär über die Einnahmen aus dem Betrieb der komplementären Währung erfolgen. Alle Überschüsse, welche nicht für den Betrieb benötigt werden, sind so zu verwenden, dass alle Formen von Kapitalerträgen, zum Beispiel Dividenden, Mieteinnahmen, Zinsen, entgegengewirkt wird und so die Zinsbelastung aller Menschen zukünftig auf Null gesenkt wird. Paragraph 1. Name und Rechtsform. Die Credere-Stiftung mit Sitz in Reichenberg ist eine treuhänderische Verbrauchsstiftung. Paragraph 2. Stiftungszweck. Der Zweck der Stiftung ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Leben frei, individuell, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu leben. Um diesen Zweck zu erfüllen, sind folgende Zwischenziele vorgesehen.
Einführung einer komplementären Währung mit dem Namen Credere. Details zur Gestaltung dieser Währung sind in der Anlage A beschrieben. Bereitstellung von Angeboten, welche bei einer freiheitlichen Gestaltung des eigenen Lebens unterstützen, sowie einer Plattform, um eine Gesellschaft der freiwilligen globalen Kooperation zu ermöglichen. Details hierzu sind in Anlage B beschrieben. Vermittlung der universellen Ethik der Freiheit, welche es jedem Menschen erlaubt, ein freies und selbstbestimmtes Leben zu führen. Förderung von Maßnahmen, welche jedem Menschen eine größtmögliche Unabhängigkeit ermöglichen sollen. Die Bereitstellung von Energie und Lebensmitteln sowie Angebote für Mobilität und Transport haben hierbei Priorität. Ergänzend sollen auch Wohn- und Geschäftsräume zur Miete angeboten werden. Die Kaltmiete soll dabei um 10% unterhalb der vor Ort üblichen Miete liegen. Zusätzlich ist zu vereinbaren, dass entsprechend der globalen Beteiligungsquote die Kaltmiete anteilig in Credere bezahlt werden kann. Sobald keine finanziellen Mittel mehr benötigt werden, um Immobilien aus bestehenden Eigentumsstrukturen herauszukaufen, sind alle Immobilien in Form der Allmende zu überführen. Umwandlung von Eigentum an Grund und Boden hin zu Formen der Allmende. Entscheidungen über die Nutzung sind dabei nur auf Basis eines Konsenses aller Betroffenen möglich. Eine Änderung einer bestehenden Nutzung bedarf ebenfalls eines Konsenses. § 3. Freiheit als Grundlage des Gemeinwohls. Das Ziel der Stiftung ist es, jedem Menschen eine allumfassende Freiheit zu ermöglichen. Daher sind die Handlungen des Treuhänders so zu wählen, dass für den Treuhänder der Stiftung eine maximale Handlungsfreiheit erhalten bleibt. Kooperationen, welche die Handlungsoptionen verringern, sind zu unterlassen. Insbesondere auf steuerliche Vorteile ist zu verzichten, soweit durch die damit verbundenen Auflagen die Handlungsoptionen vermindert würden. § 4. Stiftungsvermögen. Das Stiftungsvermögen ergibt sich aus dem Stiftungsgeschäft. Pro Jahr dürfen maximal 10% des Stiftungsvermögens verwendet werden. Zustiftungen sind möglich, soweit diese ohne Auflagen erfolgen. Der Name des Stifters und der gestiftete Betrag sind zu veröffentlichen. Zustiftungen können in voller Höhe im Jahr der Stiftung verwendet werden. Das Stiftungsvermögen, welches als Rücklage noch nicht für den eigentlichen Stiftungszweck verwendet wurde, ist so zu verwalten, dass es erhalten bleibt. Risiken, welche den Erhalt des Stiftungsvermögens gefährden, sind zu vermeiden und es ist darauf zu achten, dass Investitionen so vorgenommen werden, dass sie dazu beitragen, die Zinslasten aller Menschen zu mindern. § 5. Verwendung des Vermögens, der Zuwendungen und Einnahmen. Die Stiftung verfolgt ihren Stiftungszweck durch den Verbrauch des Stiftungsvermögens und der Zuwendungen. Überschüsse aus dem Betrieb der komplementären Währung Credere sind für die Verwirklichung des in § 2 aufgeführten Stiftungszweckes zu verwenden. Der Treuhänder, soweit er mit dem Stifter identisch ist, kann über 1% der jährlichen Überschüsse frei verfügen, soweit damit keine Aktivitäten unterstützt werden, welche dem Stiftungszweck widersprechen. Die Verwendung der Gelder ist vor dem Kuratorium offenzulegen. § 6. Kuratorium. Soweit geeignete Personen gefunden werden, kann dem Treuhänder ein Kuratorium beiseite gestellt werden. Dieses besteht aus maximal 10 Personen, welche auf Lebenszeit berufen werden. Eine Person kann ihre Tätigkeit als Kurator jederzeit ohne Angabe von Gründen niederlegen. Die Berufung neuer Mitglieder erfolgt im Konsens von Stifter, Treuhänder und den bestehenden Mitgliedern des Kuratoriums. Alle Entscheidungen des Kuratoriums erfolgen nach dem Konsensprinzip. Es steht dem Kuratorium frei, sich eine Geschäftsordnung zu geben. Die Aufgabe des Kuratoriums ist es, den Treuhänder zu beraten und darauf zu achten, dass die Transparenzvorgaben erfüllt werden. Daher sollte mindestens einmal jährlich eine gemeinsame Konferenz von Stifter, Treuhänder und Kuratorium stattfinden, in welcher die Tätigkeiten der Stiftung besprochen werden. § 7. Transparenzvorgaben. Die Stiftung soll mindestens einmal jährlich die aktuelle Vermögenssituation offenlegen, ergänzt um eine Auflistung aller Vermögenswerte. Zusätzlich ist zu berichten, für welche Aufgaben in welchem Umfang welche Mittel verwendet wurden. Grundsätzlich sollen alle Einnahmen und Ausgaben der Stiftung in geeigneter Form allgemein öffentlich zugänglich gemacht werden. Eine Ausnahme besteht hierbei bei den Mitteln, welche dem Treuhänder über die 1%-Regelung zur persönlichen Verwendung zur Verfügung gestellt werden, soweit der Treuhänder mit dem Stifter identisch ist. Für spätere Treuhänder gilt diese Regelung nicht. Zustiftung von Personen, welche innerhalb eines Kalenderjahres den Wert von 1.000 Credere überschreiten, sind grundsätzlich mit Namen zu veröffentlichen. Zustiftungen unterhalb dieses Betrages können zur Vereinfachung als jährlicher Sammelposten ausgewiesen werden. Die Annahme von anonymen Zuwendungen oder Zuwendungen unter Auflage der Geheimhaltung der Quelle sind unzulässig. § 8. Satzungsänderungen. Das Kuratorium kann Änderungen an der Satzung vornehmen, soweit diese den Stiftungszweck nicht im Wesentlichen verändern.
Ist der Stifter noch am Leben, sind alle Änderungen mit ihm abzustimmen. Änderungen, welche dazu führen, dass steuerliche Begünstigungen, die Zulässigkeit von Kapitalerträgen oder eine Umwandlung der Stiftung in eine juristische Person ermöglicht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. § 9. Nachfolgeregelung. Der Treuhänder sorgt gemeinsam mit dem Kuratorium für eine adäquate Nachfolge. Fällt der Treuhänder aus oder ist er nicht mehr in der Lage, die Stiftungsgeschäfte in ausreichendem Umfang fortzuführen, bevor eine Nachfolgeregelung getroffen wurde, übernimmt das Kuratorium interimsmäßig die Führung der Stiftung, bis ein neuer Treuhänder eingesetzt wurde. Die gleichzeitige Tätigkeit als Treuhänder und Kurator ist ausgeschlossen. Ein neuer Treuhänder wird grundsätzlich auf Lebenszeit berufen. Sollte der Treuhänder, soweit er nicht mit dem Stifter identisch ist, den Fortbestand der Stiftung gefährden, ist das Kuratorium befugt, seine Ablösung zu beschließen. § 10. Auflösung. Es ist absehbar, dass die Stiftung nicht mehr in der Lage sein wird, den Stiftungszweck zu verfolgen, kann das Kuratorium zusammen mit dem Gründer der Stiftung und dem Treuhänder eine Auflösung der Stiftung beschließen. Die Auflösung muss einstimmig beschlossen werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt die komplementäre Währung Credere bereits etabliert sein, so sind alle Nutzer von Credere bei der Konsensfindung zur Auflösung einzubeziehen. Sollte zum Zeitpunkt der Auflösung der Stiftung ein Vermögen bestehen, so ist dieses anteilig an die Personen zurückzugeben, welche der Stiftung Mittel zur Verfügung gestellt haben. Übersteigt das Stiftungsvermögen den Betrag der zur Verfügung gestellten Mittel, ist das verbleibende Vermögen in eine passende Form zu überführen, welche am ehesten ermöglicht, dass das Vermögen als Allmende auf Basis des Konsensprinzips von Menschen gemeinsam genutzt werden kann. Reichenberg, den 01.01.2018, Stifter der Credere-Stiftung. Soweit die Satzung für die Stiftung und nun noch die drei Anlagen, die in der Satzung referenziert wurden. Anlage A. Komplementäre Währung Credere. Die folgenden Ausführungen legen die grundsätzlichen Regeln fest, nach welchen Credere funktionieren sollen. Credere basiert auf zwei Regeln, welche die Höhe der Geldschöpfung und der Geldlöschung festlegen. Die Geldschöpfung erfolgt guthabenbasiert. Die Geldschöpfung und Geldlöschung erfolgt auf täglicher Basis. Nur natürliche Personen können an der Geldschöpfung partizipieren. Der Betrag für einen Zeitraum von 30 Tagen ist zunächst auf 100 Credere begrenzt. Mit dem Anstieg der Beteiligungsquote eines Landes oder der globalen Beteiligungsquote kann der Betrag auf maximal 1000 Credere ansteigen. Die Geldlöschung erfolgt täglich auf allen Konten durch eine Verringerung der bestehenden Guthaben um 1/30%. Voraussetzung zur Partizipation an der Geldschöpfung. Die Person wurde als natürliche Person verifiziert. Die Person nimmt nur mit einem Konto an der Geldschöpfung teil. Die Person hat die Gebühr für die Teilnahme an der Geldschöpfung entrichtet. Die Gebühr beträgt 10 Credere für einen Zeitraum von 30 Tagen oder 100 Credere für einen Zeitraum von 360 Tagen. Die Gebühr kann zu Beginn nur bis zu einer Höhe von 10% in Credere beglichen werden. Der Rest der Gebühr ist in Euro zu begleichen. Der in Credere zahlbare Anteil erhöht sich um die globale Beteiligungsquote bis zum maximalen Betrag von 100%. Solange die Pro-Kopf-Geldmenge, in Klammern M3 zuzüglich Bargeld, im Euroraum 100.000 Euro pro Person nicht überschreitet, wird der Euro 1:1 zu Credere angenommen. Sollte die Geldmenge im Euroraum über 100.000 Euro pro Person ansteigen, wird der Kurs jeweils zum 01.01. eines Jahres angepasst, vorausgesetzt die Veränderung beträgt weniger als 10%. Liegt die Veränderung höher, ist eine Anpassung jeweils zum 1. des nächsten Monats vorzunehmen. Der täglich zu schöpfende Betrag ist für jedes Land individuell zu berechnen. Der Mindestbetrag für 30 Tage beträgt 100 Credere. Dieser Mindestbetrag erhöht sich um das Ergebnis aus der Beteiligungsquote in einem Land, multipliziert mit dem maximal möglichen Betrag von 1.000 Credere für einen Zeitraum von 30 Tagen, welcher nicht überschritten werden kann. Entsprechend wird der Höchstbetrag bei einer Beteiligungsquote von 90% erreicht. Die Beteiligungsquote entspricht dem Anteil der Einwohner eines Landes, welche aktiv an der Geldschöpfung von Credere partizipieren. Vorgaben für die technische Handhabung. Die Geldschöpfung und Geldvernichtung erfolgen täglich. Die Löschung erfolgt vor der Geldschöpfung. Beide Transaktionen sind zwischen 0 Uhr und 1 Uhr UTC, also koordinierte Weltzeit, vorzunehmen.
Der Betrag für die tägliche Löschung beträgt 31% des Guthabens um 0 Uhr UTC. Der Betrag ist auf 2 Nachkommastellen abzurunden. Ist ein Guthaben größer 0 auf dem Konto vorhanden, beträgt der Mindestbetrag für die Löschung 0,01 Kreditäre. Der Wert der täglichen Geldschöpfung beträgt 1/30 des aktuellen Auszahlungsbetrages. Der Betrag ist auf 2 Nachkommastellen abzurunden. Konten können nicht überzogen werden. Definition einzelner Variablen. Mindestauszahlungsbetrag 100 Kreditäre je 30 Tage. Maximalauszahlungsbetrag 1000 Kreditäre je 30 Tage. Globale Beteiligungsquote. Anzahl Konten mit aktiver Geldschöpfung durch Anzahl Weltbevölkerung. Lokale Beteiligungsquote. Anzahl Konten in einem Land mit aktivierter Geldschöpfung durch Anzahl der Einwohner des Landes. Auszahlungsbetrag global. Ergibt sich aus dem kleineren Wert von 100 Kreditäre plus 1000 Kreditäre mal globale Beteiligungsquote oder 1000 Kreditäre. Der Auszahlungsbetrag lokal ergibt sich aus dem kleineren Wert von einmal dem Maximalwert von 100 Kreditäre plus 1000 Kreditäre mal lokaler Beteiligungsquote oder 100 Kreditäre plus 1000 Kreditäre mal globale Beteiligungsquote. Davon eben der Maximalbetrag und zusätzlich von diesem Betrag, der dort sich ergibt, und 1000 Kreditäre ist dann der kleinere Wert zu nehmen. Die Mindesteinwohnerzahl eines Landes für eine lokale Beteiligungsquote beträgt 1 Million Einwohner. Anlage B. Konzept freiwillige globale Kooperation. Abstract. Das Modell, welches im Folgenden vorgestellt wird, besteht aus 2 Modulen. Das erste Modul ist das Kooperationsmodul. In diesem finden sich Menschen freiwillig zusammen und suchen gemeinsam nach Lösungen, wie aktuelle Aufgaben und Herausforderungen gemeistert werden können. Die Menschen haben die Möglichkeit, über ein permanentes Wahlsystem Delegierte zu beauftragen, in ihrem Interesse aktiv zu werden, und können Delegierte auch jederzeit wieder abberufen. Delegiertenräte existieren sowohl auf regionaler, nationaler oder globaler Ebene. Die Aufgabe der Delegierten ist es, Projekte zu initiieren, zu planen und deren Umsetzung zu begleiten. Es kann dabei um kleine Projekte gehen, welche die Lebenssituation einzelner Menschen verbessert, als auch um die Realisierung von Lösungen auf globaler Ebene, welche Klimawandel, Umweltzerstörung und Kriegen entgegenwirken sollen. Die Möglichkeit zur Entscheidung, ob ein Projekt durchgeführt wird, liegt bei den Menschen selbst, denn jedes Projekt muss individuell per Schwarmfinanzierung die nötigen finanziellen Ressourcen einsammeln, welche es für seine Verwirklichung benötigt. Das zweite Modul ist das Finanzmodul. In diesem erhalten alle Menschen gleichberechtigten Zugang zu finanziellen Mitteln, indem jeder Mensch in gleicher Weise an der Geldschöpfung der neuen komplementären Währung partizipiert. So bekommt jeder Mensch den gleichen Zugang zu den weltweit verfügbaren Ressourcen, welche er für sein Leben und Überleben benötigt. Damit enthält das zweite Modul bereits einen grundlegenden Baustein, um Armut und Hunger weltweit entgegenzuwirken und ökonomische Abhängigkeiten zu vermindern. Erst mit dieser grundlegenden finanziellen Versorgung ist es auf einfache Weise möglich, dass alle Menschen gleichberechtigt mitbestimmen können, welche Projekte Zugang zu Ressourcen erhalten sollen. Kooperationsmodul. Das Kooperationsmodul stellt Strukturen zur Verfügung, welche Menschen unterstützen sollen, auf globaler Ebene freiwillig miteinander in Austausch zu treten und miteinander zu kooperieren. Diese Strukturen sollen alle Menschen in die Lage versetzen, aktuelle Aufgaben und Probleme zum Vorteil aller Menschen zu lösen, ohne einzelne Personen oder Gruppen zu benachteiligen. Wenn in diesem Dokument von einem Zeitraum von 1 Monat gesprochen wird, entspricht dies generell einem Zeitraum von 30 Tagen. Organisationsebenen. Es werden 3 Ebenen unterschieden, auf welchen Menschen als Delegierte aktiv werden können, um aktuelle Aufgaben und Probleme zu lösen. Die Aufteilung erfolgt in eine regionale, nationale und globale Ebene. Jede Person kann sich unabhängig von ihrem Aufenthalts- oder Wohnort für jede Ebene als Delegierte bewerben. Eine Person kann gleichzeitig für mehrere Gruppen als Delegierte aktiv werden. Während die globale Ebene den gesamten Planeten umfasst, sind die anderen beiden Ebenen bevorzugt in geografische Regionen unterteilt. Eine Aufteilung auf nationaler Ebene kann sich dabei zu Anfang an den bestehenden Grenzen der Nationalstaaten orientieren und im weiteren Verlauf durch bzw. um eine geografische oder ethnische Aufteilung ersetzt oder ergänzt werden.
In dem Menschen mehrere Gruppen auf regionaler bzw. nationaler Ebene angehören dürfen, können bestehende mehrschichtige Organisationsstrukturen innerhalb der nationalen Ebene bei Bedarf nachgebildet werden. Ein Einwohner einer Gemeinde wählt so neben einem Vertreter für die Gemeinde ebenso einen Vertreter für die Großgemeinde sowie einen Vertreter für den Bezirk. Für Großstädte kann es sinnvoll sein, neben einem Delegiertenrat für die Stadt auch Delegierträte für einzelne Stadtteile vorzusehen, welche sich dann um Aufgaben kümmern, welche nur für den einzelnen Stadtteil von Bedeutung sind. Grundsätzlich ist die Aufteilung der nationalen und regionalen Ebenen nicht statisch, sondern die Menschen können jederzeit weitere Gruppen erstellen. Bevor eine solche Gruppe den Status erhält, durch Delegierte vertreten zu werden, müssen einer Gruppe mindestens 1.000 Menschen auf regionaler Ebene oder 100.000 Menschen auf nationaler Ebene angehören. Fällt die Mitgliederzahl einer Gruppe unter die Mindestanzahl, so verliert diese ihren Status, durch Delegierte repräsentiert zu werden, und die Delegierten verlieren ihre Mandate nach der Schonfrist von einem Monat. Jeder Mensch ist zunächst nur der globalen Gruppe zugeordnet. Die Entscheidung, welchen Gruppen jemand angehören möchte, trifft jeder selbstverantwortlich. Wahl der Delegierten. Für jede der drei Ebenen ist festgelegt, wie viele Mitglieder ein Delegiertenrat maximal umfassen kann. Aus der Anzahl der maximal zulässigen Delegierten für einen Rat ergibt sich die Anzahl der Stimmen, welche eine Person mindestens erhalten muss, um ein Mandat als Delegierte zu erhalten. Für die globale Ebene sind maximal 10.000 Delegierte vorgesehen. Bei einer Weltbevölkerung von 7,5 Milliarden Menschen benötigt ein Delegierter somit mindestens 750.000 Stimmen, um ein Mandat für den globalen Delegiertenrat zu erhalten. Die 750.000 Stimmen entsprechen ein Zehntausendstel aller verfügbaren Stimmen. Es gibt keine Altersbeschränkung für die Stimmenvergabe, jeder Mensch darf mitbestimmen. Die Anzahl der Delegierten für einen Rat auf nationaler Ebene ist auf 1.000 Delegierte je Gruppe und für einen regionalen Delegiertenrat auf 100 Delegierte je Gruppe festgelegt. Entsprechend benötigt ein Delegierter auf nationaler Ebene mindestens 1 Promille und ein Delegierter auf regionaler Ebene mindestens 1% der Stimmen, bezogen auf die Mitgliederzahl der Gruppe, für welche er als Delegierter aktiv werden möchte. Die Wahl erfolgt nicht zu einem bestimmten Stichtag, sondern eine Vergabe der eigenen Stimme ist jederzeit möglich und wirkt sich umgehend aus. Sobald jemand mit seiner Stimme einen Delegierten unterstützt, kann diese Stimme für einen bestimmten Zeitraum nicht wieder entzogen werden. Diese Sperrfrist soll einen Delegierten davor schützen, dass ihm durch Manipulation der Öffentlichkeit mittels falscher Informationen umgehend alle Stimmen entzogen werden. Die Länge der Sperrfrist ist für die regionale Ebene auf einen Monat, für die nationale Ebene auf 3 Monate und für die globale Ebene auf 6 Monate festgelegt. Ist die Sperrfrist abgelaufen, verbleibt die Stimme weiterhin beim Delegierten, bis sie ihm aktiv entzogen wird. Eine Stimme muss nicht zwingend vergeben werden und kann einfach frei bleiben. Wird die Stimme einem anderen Bewerber oder Delegierten zugeordnet und war diese zuvor einem anderen Delegierten bzw. Bewerber des gleichen Delegiertenrates zugeordnet, so wird diese automatisch entzogen. Da Delegierte auch mehr als die Mindeststimmenanzahl auf sich vereinen können, ist davon auszugehen, dass die Delegiertenräte jeweils deutlich weniger als die maximale Mitgliederzahl umfassen werden. Da jederzeit neue Bewerber antreten können, um ein Mandat als Delegierte zu erhalten, ist so sichergestellt, dass jederzeit neue Personen nachrücken können, welche sich für ein bestimmtes Thema engagieren wollen, welches gerade für genügend Menschen wichtig geworden ist. Legt ein Delegierter sein Mandat oder eine Person ihre Bewerbung um ein Mandat nieder, so werden alle zugeordneten Stimmen automatisch freigegeben und können neu vergeben werden. Noch bestehende Sperrfristen werden aufgehoben. Dieses gilt ebenso für den Tod eines Delegierten oder Bewerbers. Die zugeordneten Stimmen können nicht von einem Bewerber oder Delegierten an einen anderen Bewerber oder Delegierten übertragen werden. Ebenso hat ein Bewerber oder Delegierter keine Möglichkeit, die Sperrfrist für eine einzelne Stimme zu verkürzen oder aufzuheben. Die Sperrfristen können nur für alle Stimmen aufgehoben werden, indem ein Delegierter sein Mandat niederlegt oder ein Bewerber seine Kandidatur zurückzieht. Falls ein Delegierter durch Entzug von Stimmen unter die notwendige Mindeststimmenanzahl fällt, so bleibt sein Status als Delegierter für einen Übergangszeitraum von einem Monat erhalten. In dieser Zeit hat er die Möglichkeit, sich um neue Unterstützer zu bemühen und so sein Mandat aufrechtzuerhalten. Damit soll eine Kontinuität in der Mandatsausübung unterstützt werden, auch wenn ein Delegierter dauerhaft nur wenige Stimmen über der benötigten Mindeststimmenanzahl liegt. Kann er sein Mandat nicht durch zusätzliche Stimmen erneuern, so ist es seine Aufgabe sicherzustellen, dass die von ihm mitverantworteten Projekte auch nach seinem Ausscheiden als Delegierter weiterverfolgt werden können und realisiert werden.
Finanzielle Unabhängigkeit. Damit Delegierte möglichst unabhängig agieren können, haben die Wähler die Möglichkeit, den Delegierten finanzielle Mittel zur persönlichen Verwendung zukommen zu lassen. Diese finanzielle Unterstützung erfolgt unabhängig von der Unterstützung mit der eigenen Stimme. Eine Person kann einem Delegierten maximal 10 Einheiten der komplementären Währung über dieses Unterstützungssystem monatlich zukommen lassen. Die finanzielle Unterstützung kann ohne Sperrfrist jederzeit angepasst werden, während eine Person immer nur eine Stimme innerhalb eines Rates vergeben kann. Ist die Anzahl der Delegierten, welche unterstützt werden können, unbeschränkt. Eine Person kann eine beliebige Anzahl von Delegierten finanziell unterstützen, selbst innerhalb eines Rates. Würde ein Delegierter auf der globalen Ebene von jedem seiner mindestens benötigten 750.000 Unterstützer eine Geldeinheit pro Monat erhalten, hätte er ein Budget von 750.000 Geldeinheiten monatlich zur Verfügung. Die von den Unterstützern freiwillig zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel sind die einzige Geldquelle innerhalb dieses Modells, über welche Delegierte ihre Tätigkeiten finanzieren können. Darüber hinaus gibt es in diesem System keine Kompensationsmöglichkeiten für Aufwendungen von Delegierten. Einem Bewerber, welcher noch kein Mandat erlangt hat, stehen diese Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung ebenfalls zur Verfügung, und zwar ab dem Zeitpunkt, an dem er als Kandidat für einen beliebigen Rat antritt. Über dieses System erhaltenen finanziellen Mittel stehen dem Delegierten zur freien Verfügung und haben keinen Bezug zur Finanzierung von Projekten. Daher ist es seine persönliche Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein Delegierter öffentlich macht, wofür er die ihm zur Verfügung gestellten Mittel verwendet, da diese auch seine private Versorgung umfassen, welche Teil seiner Privatsphäre ist. Planung und Finanzierung von Projekten. Die einzige Aufgabe der Delegierten besteht darin, Vorschläge für Lösungen zu erarbeiten oder erarbeiten zu lassen und ein Projekt zu planen, welches in der Lage ist, eine angedachte Lösung zu realisieren. Neben einer detaillierten Planung der einzelnen Schritte gehört hierzu vor allem eine detaillierte Zeit- und Ressourcenplanung. Dies ist nötig, damit die notwendigen finanziellen Mittel vor Beginn des Projekts so vollständig und umfassend wie möglich abgeschätzt werden können. Ein Projekt kann jederzeit von jeder Person vollständig und in allen Details eingesehen werden. Für die Verwaltung der Projekte wird eine Plattform bereitgestellt, in welcher alle Informationen inklusive der Änderungshistorien gespeichert werden. Darüber hinaus stehen Werkzeuge zur Verfügung, mit deren Hilfe alle Unterlagen gemeinsam dezentral bearbeitet werden können. Hier ist es die Aufgabe des Delegierten, die Interessen möglichst so zu kanalisieren und Personen mit Zugangsmöglichkeiten auszustatten, dass jeder sich in der von ihm gewünschten Form und Umfang einbringen kann. Jede Person kann ein Projekt kommentieren und diese Möglichkeit kann auch nicht eingeschränkt werden. Eine vollständige Löschung von Dokumenten oder Kommentaren ist nicht möglich, da die Historie aller Unterlagen dauerhaft gespeichert wird. Ist ein Projekt vollständig durchgeplant und sind mindestens 2 Delegierte bereit, das Projekt während der Durchführung zu betreuen, kann das Projekt von der Planungsphase in die Finanzierungsphase wechseln. Bei der Finanzierungsphase geht es darum, das Projekt mit den benötigten finanziellen Ressourcen auszustatten, um es realisieren zu können. Jeder Mensch kann beliebige finanzielle Summen zur Verfügung stellen, um das Projekt zu unterstützen. Vor Eintritt in die Finanzierungsphase ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums die benötigten Mittel zusammenkommen sollen. Erhält ein Projekt nicht innerhalb der festgelegten Frist die benötigten finanziellen Mittel, werden bereits eingesammelte Gelder mit dem Ablauf der Frist wieder an die Unterstützer zurückgegeben. Damit Gelder nicht unnötig lange blockiert werden, ist die maximale Finanzierungsphase für regionale Projekte auf 1 Monat, für nationale auf 2 Monate und für globale Projekte auf 3 Monate beschränkt. Scheitert ein Projekt an der Finanzierung, geht es zurück in die Planungsphase und die betreuenden Delegierten können zusammen mit anderen Interessierten überlegen, ob und gegebenenfalls wie die Planung überarbeitet werden kann, damit das Projekt die Finanzierungsphase erfolgreich durchläuft. Wurde die Finanzierungsphase erfolgreich abgeschlossen, beginnt die Umsetzungsphase des Projektes. In dieser Phase haben die Delegierten die Aufgabe, das Projekt zu betreuen und alle nötigen Schritte für dessen Umsetzung einzuleiten. Während der Umsetzung ist der Fortschritt fortlaufend öffentlich in den Projektunterlagen zu dokumentieren. Sollte sich während der Umsetzung herausstellen, dass das geplante Budget nicht ausreicht, muss rechtzeitig ein Ergänzungsprojekt geplant und durch die Finanzierungsphase gebracht werden, da sonst das Projekt gestoppt werden muss, sobald die finanziellen Mittel aufgebraucht sind. Ein erneuter Eintritt in die Finanzierungsphase ist nach erfolgreichem Abschluss der Finanzierungsphase nicht möglich. Sollte einem Projekt am Ende ein finanzieller Überschuss verbleiben, so wird dieser anteilig an die Unterstützer zurückgegeben, entsprechend der von ihm eingebrachten Gelder.
Sollte ein Delegierter während der Finanzierung oder Umsetzungsphase eines Projekts sein Mandat als Delegierter verlieren, so kann er das Projekt trotzdem bis zum Ende begleiten. Scheitert die Finanzierungsphase, hat er allerdings keine Möglichkeit, eine erneute Finanzierungsphase für das Projekt zu starten. Aufgrund des Mandatsverlusts kann er auch keine neuen Projekte mehr erstellen und somit kein Ergänzungsprojekt initiieren, sollte dies notwendig werden. Transparenz. Ein wichtiger Punkt beim Kooperationsmodul ist Transparenz. Alle Aktivitäten werden öffentlich einsehbar dokumentiert. Jede Person kann zu jeder auf der Plattform registrierten Person Informationen über ihre vergangenen und aktuellen Gruppenmitgliedschaften, Kandidaturen und Tätigkeiten als Delegierter einsehen. Es kann im Detail angeschaut werden, wer welchen Delegierten wie lange mit seiner Stimme oder finanziell unterstützt hat. Dadurch hat jeder die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, über welche Unterstützer und finanziellen Mittel ein Delegierter verfügt. Die Unterlagen eines Projekts werden vollständig öffentlich zur Verfügung gestellt, angefangen von der Projektidee über erfolgte Diskussionen und Absprachen, bis hin zu eingeholten Angeboten für einzelne Aufgaben. In welchem Umfang welche Personen zur Finanzierung eines Projekts beigetragen haben, wird ebenso öffentlich dokumentiert wie erhaltene Rechnungen und Zahlungen, welche während der Durchführung des Projekts getätigt wurden. Mit dieser umfassenden Transparenz in allen Bereichen soll sichergestellt werden, dass der Status eines Projekts und die Situation eines Delegierten jederzeit nachvollzogen werden kann. Finanzmodul. Da das Kooperationsmodul auf Freiwilligkeit basiert, kann es über keinerlei Ressourcen verfügen und besitzt aus sich heraus keine Macht, um sicherzustellen, dass alle Menschen einen gleichen Zugang zu Ressourcen erhalten. Da die Nutzung des Finanzmoduls ebenso auf Freiwilligkeit basiert, wird niemand gezwungen, zur Versorgung anderer Menschen beizutragen. Dieses Modul ist vom Grundgedanken getragen, dass alle Menschen gleichberechtigt Zugang zu allen Ressourcen unseres Planeten erhalten sollen. Daher erhalten alle Menschen über das Finanzmodul einen gleichen Zugang zu finanziellen Mitteln. In dem Umfang, wie die Menschen bereit sind, die komplementäre Währung des Finanzmoduls zu akzeptieren, wird dieser Grundgedanke der Gleichheit realisiert. Das Finanzmodul bietet eine einfache Lösung, um an die heutigen geldbasierten Strukturen anzuknüpfen und deren Mechanismen nutzbar zu machen, um allen Menschen Zugang zu den Ressourcen zu ermöglichen, welche nur über Märkte und Geldtransaktionen verfügbar sind. Gleichzeitig werden die Menschen in die Lage versetzt, Projekte mit Ressourcen auszustatten, indem sie Teile ihrer finanziellen Mittel an ein Projekt übertragen. Globale komplementäre Währung. Der Kern des Finanzmoduls ist eine komplementäre Währung, welche auf Guthabenbasis jedem Menschen zur Verfügung gestellt wird. Die Währung ist so konzipiert, dass sie primär als Zahlungsmittel Verwendung finden soll und Geldeinheiten dem Geldkreislauf nicht dauerhaft entzogen werden können. Sichergestellt wird dies durch zwei Regeln, mit denen die Geldschöpfung und Geldlöschung definiert wird. Die erste Regel legt fest, wie das Geld geschaffen wird. Jede Person erhält ab der Geburt einen monatlichen Geldbetrag zwischen 100 und 1000 Geldeinheiten. Die zweite Regel begrenzt die Geldmenge, indem sie festlegt, wie Geld wieder gelöscht wird. Alle Geldguthaben werden monatlich um 1% verringert. Die genaue Höhe des monatlich erzeugten Betrages ergibt sich aus der weltweiten Beteiligungsquote, also aus der Anzahl der Menschen, welche bereit sind, die Währung zu nutzen. Anfangs wird ein monatlicher Betrag von 100 Geldeinheiten für jeden Beteiligten erzeugt. Steigt die Beteiligungsquote, so steigt auch der monatlich zur Verfügung gestellte Betrag. Bei einer Quote von 40% werden 500 Geldeinheiten monatlich an jede teilnehmende Person ausgezahlt. Bei einer Beteiligungsquote von 90% erhält jede Person den maximalen Betrag von 1000 Geldeinheiten pro Monat. Dadurch ergibt sich eine maximale Geldmenge von 100.000 Geldeinheiten pro Person, da bei 100.000 Geldeinheiten die monatliche Löschung in Höhe von 1% genauso viel Geldeinheiten vernichtet, wie monatlich für eine Person erzeugt werden. Dauerhafter Geldumlauf. Da jeder Mensch permanent mit neuer Liquidität versorgt wird, kann jeder auf den geldbasierten Gütermärkten eine wirksame Nachfrage ausüben. Durch die Geldlöschung von 1% pro Monat bzw. 12% pro Jahr wird gleichzeitig die Anhäufung von Geldbeständen unattraktiver. Und es werden Investitionen rentabel, welche eine Rendite von unter Null aufweisen. So wird durch die persönliche Geldversorgung und die allgemeine Geldlöschung ein steter Geldkreislauf unterstützt. Verbindung zum Kooperationsmodul. Sobald die komplementäre Währung als reguläre Währung etabliert werden kann, erhält jeder Mensch über die bestehenden Märkte Zugang zu Nahrung, Kleidung und Unterkunft und kann damit seine lebensnotwendigen Bedürfnisse stillen. Ebenso kann jeder Mensch einen Teil der Geldeinheiten, welche ihm monatlich zur Verfügung gestellt werden,
wiederum für Finanzierung der Projekte aus dem Kooperationsmodul verwenden und so den Projekten Zugang zu den benötigten Ressourcen ermöglichen. Geldversorgung ohne Erwerbsarbeit. Die Grundversorgung aller Menschen mit finanziellen Mitteln eröffnet sehr wichtige Freiräume zur Umgestaltung unserer Arbeitswelt. Ein finanzielles Einkommen zu erzielen ist nicht mehr überlebensnotwendig, sondern kann frei gewählt werden. Mit dieser Entkopplung kann leichter auf Tätigkeiten verzichtet werden, welche vor allem viele Ressourcen benötigen, ohne die Lebenssituation der Menschen zu verbessern. Mit der Verringerung der Abhängigkeit von Erwerbsarbeit als Quelle für den Lebensunterhalt wird viel Lebenszeit freigesetzt, welche die Menschen dann für die Verfolgung anderer Ziele einsetzen können. Dies stärkt wiederum das Kooperationsmodul, da mehr Menschen über die zeitlichen Ressourcen verfügen, um sich für Dinge zu engagieren, welche ihnen wichtig sind. Anlage C. Ethik der Freiheit. Mit dem Begriff Ethik der Freiheit ist gemeint, dass diese Ethik darauf aufbaut, dass die Freiheit jedes Menschen uneingeschränkt respektiert wird. Für Beauftragte der Stiftung ergibt sich damit, dass Handlungen zu unterlassen sind, welche die Freiheit von Menschen gegen ihren Willen einschränken oder bestehende unerwünschte Einschränkungen aufrechterhalten. Handlungen sind grundsätzlich zulässig, wenn diese direkt oder indirekt die Freiheit von Menschen vergrößern. Nicht zulässig sind Handlungen, wenn diese erst in der Zukunft mehr Freiheit ermöglichen und zwischenzeitlich die Freiheit von Menschen gegen ihren Willen einschränken. Grundsätzlich gilt, dass die Freiheit jedes Menschen als allumfassend anzusehen ist. Diese vollständige Freiheit wird beschränkt durch die Freiheit anderer Menschen. Entsprechend sind Handlungen unzulässig bzw. stehen der Ethik der Freiheit entgegen, wenn dadurch Menschen gegen ihren Willen in ihrer Freiheit beschränkt werden. Handlungen, welche sich auf die Freiheit von Menschen auswirken würden, sind zuvor mit diesen zu besprechen und bedürfen der freiwilligen Zustimmung der Betroffenen. Handlungen haben immer auch Folgen und Konsequenzen. Diese sind im vollen Umfang vom Handelnden zu verantworten. Ist er voraussichtlich nicht in der Lage, diese Verantwortung zu tragen, bedeutet dies, dass sein Handeln sich in irgendeiner Form auf die Freiheit anderer Menschen auswirken kann. Allein die Möglichkeit einer solchen Auswirkung und die nicht sichergestellte Möglichkeit, hierfür die Verantwortung übernehmen zu können, macht es notwendig, vor der Handlung mit allen Beteiligten und Betroffenen zu einer freiwilligen Vereinbarung zu kommen, wenn nach der Ethik der Freiheit gehandelt werden soll. Ob etwas verantwortet werden kann oder nicht, lässt sich daran erkennen, ob man in der Lage ist, alle Folgen des eigenen Handels zu kompensieren oder ungeschehen zu machen, so als hätte die Handlung nicht stattgefunden. Sind die Folgen einer Handlung unumkehrbar und Menschen außer einem selbst davon betroffen, ist es unmöglich, die Handlung allein zu verantworten. Entsprechend benötigt die Handlung vor ihrer Durchführung die Zustimmung aller potenziell Betroffenen. Um Handlungen abzuwehren, welche darauf gerichtet sind, die Freiheit eines Menschen zu beschränken, sind die Handlungen so auszuwählen, dass sie grundsätzlich die Freiheit aller Menschen schützen. Gleichzeitig sollten die Handlungen so weit wie möglich ebenso anhand der Ethik der Freiheit ausgewählt werden. Soweit die Grundlagen, auf deren Basis nun die Kredere Stiftung ihre Tätigkeit aufnehmen kann. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Kredere Tagebuch. Tschüss!